Willkommen bei meinem YouTube-Kanal Liebe mit gefüllten Reifen. Heute ist das 22. Türchen dran. Es geht in schnellen Schritten auf Weihnachten hinzu und es geht wieder um eine O-Antiphon. Und zwar heute um Orex Gentium et et desideratus earum lapsisque angularis qui facis utraque unum veni et salva hominem quem delimu formasti. O König aller Völker, ihre Wartung und Sehnsucht, Schlussstein, der den Bau zusammenhält, o komm und errette den Menschen, den du aus der Erde gebildet. Ich finde, diese O-Antiphon bezeichnet Gott als den König der Völker. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was ein König ist. Wir sind in einer Zeit, in der wir demokratische Systeme kennen. Wir kennen die Monarchie nicht mehr richtig. Wir haben ein gewisses Bild von einer Monarchie, wie zum Beispiel in England oder sonst irgendwo. Wir haben eine gewisse Geschichte, die wir gelernt haben. Aber was König sein heißt und bedeutet, vor allem damals, damit können wir wenig anfangen. Oder wir haben ein Bild davon, aber das ist sehr geprägt von dem, wie Königtum in unserer Zeit gesehen wird bzw. gesehen wurde, weil wir doch sehr an die Demokratie gewöhnt sind. Ein König im besten Sinne, vor allem in dem Sinne, in dem es auch Gott betrifft, ist jemand, der herrscht, der erhaben ist. Und er ist der König aller Völker. Er ist auch sonst bezeichnet als König der Könige. Und das bedeutet, er ist der Souverän, der Herrscher im positiven Sinne. Er ist der, der wirklich die Macht hat. Und ich glaube, um ein Beispiel zu geben dafür, was der Unterschied ist zwischen einem König und jemand, der gerne ein König wäre, aber keiner ist. Ein König, der weiß, dass er alle Macht hat, braucht sie nicht ständig zu zeigen. Er hat sie. Währenddessen ein König, der gern ein König wäre, aber keiner ist, muss seine Macht zeigen. Ein wahrer König, besonders wenn es Gott hier jetzt um das göttliche Königtum auch betrifft, hat so viel Macht, dass es für ihn kein Problem ist, einfach in der Armut geboren zu werden. Das ändert nichts an seiner Königwürde. Es ändert auch nichts an seiner Macht. In gewisser Weise, ja, er hätte in einem Königshaus geboren werden können, er hätte sich das aussuchen können. Auf wundersame Weise, die wir erst rückblickend verstehen können und glaube ich, in dem Moment, als das geschah, vermutlich überhaupt nicht verstanden hätten. Aber Gott ist so souverän, dass er sogar in der Armut geboren werden kann, ohne Angst haben zu müssen, dass auch nur irgendetwas von seiner Königswürde wegfallen würde. Das ist der Unterschied zwischen Sein und Schein und es ist der Unterschied zwischen Fühlen und Sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht,
Aber ich habe besonders in den letzten Jahren immer wieder eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Es wissen einige von euch, wahrscheinlich ist das mittlerweile den meisten schon klar, ich bin sonst eigentlich Schauspielerin und Opernsängerin und ich habe und arbeite auch als Schwangerschaftskonfliktberaterin und leite da eine Frauenberatungsstelle. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn ich von Außenwirkung mitbekomme, dann sagen, ja, du bist eine Künstlerin, steh dazu. Das Lustige an der Geschichte ist, ich fühle mich nie als Künstlerin. Ich bin sie. Ich bin eine Künstlerin. Aber ich fühle mich nicht wie eine Künstlerin, weil ich auch gar nicht weiß, wie sich eine Künstlerin anfühlen soll. Wie soll sich das anfühlen, eine Künstlerin zu sein? Das ist man oder man ist es nicht. Und genau das ist, glaube ich, auch die Sache. Gott ist Gott. Er braucht sich nicht als Gott zu fühlen. Er ist es. Und Jesus wurde als Gottes Sohn geboren. Er braucht sich nicht als Gottes Sohn zu fühlen. Er ist es. Und genauso ist es mit uns. Wir sind hineingenommen worden in die Kindschaft Gottes. Wir brauchen uns nicht zu fühlen wie ein Kind Gottes, denn wir sind es. Und damit möchte ich euch heute entlassen und wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen 22. Dezember und wir hören uns dann morgen. Ciao. Quem ne limo forma